Ausgelassen feierte die zweite Mannschaft des DRHV am vergangenen Sonntag den 21. Sieg im 24. Spiel. Doch das war nicht der einzige Grund. Gerade hatte die Mannschaft von Trainer Armands Uschins den härtesten Verfolger im Kampf um die Meisterschaft aus dem Rennen katapultiert. Doch fangen wir vorne an. Friesen-Franken leben zu Gast in der Elbe-Rossel-Halle und damit der Zweitplatzierte der Verbandsliga Süd. Bereits im Hinspiel hatte der DRHV mit der Mannschaft wenig Probleme, gewann 21:28. Doch die Gäste diesmal hochmotiviert. Schließlich würde ein Sieg die Meisterschafts- und damit die Aufstiegstür weit aufstoßen. Entsprechend ging Friesen-Frankenleben zu Werke. Dessa Roßlau mit der ungewohnten 6:0 Abwehrformation, um so die beiden Kreisläufer einzuengen. Die daraus resultierende Passivität nutzten die Rückraumschützen. Und so war es der Tabellenerste, der einem Rückstand hinterherlief. Doch die Hausherren stabilisierten sich und konnten durch Konter mit 11:7 in Führung gehen. Auch beim 17:13 war die Welt noch in Ordnung, zumindest aus Sicht des DRHV. Die Gäste hingegen mussten ihrem beherzten Einsatz Tribut zollen. Dominik Bautz sah bereits in der 13. Minute die rote Karte, für ihn das Spiel vorzeitig beendet. Davon zeigte sich Friesen-Frankenleben allerdings wenig beeindruckt. Im Gegenteil, die Mannschaft von Heiko Plaul kämpfte sich zurück in die Partie, konnte zur Halbzeit beim 20:21 sogar in Führung gehen. Doch nach dem Seitenwechsel ließ der DRV wenig Zweifel daran, wer das Spiel gewinnen würde. Ein 4:0-Lauf sorgte für den 3-Tore-Vorsprung. Selbst als die Gäste Chris Ahlisch in Manndeckung nahmen, beeindruckte das den DRV nur kurz. Frischen Wind brachte Thomas Kirschstein. Die Uschins 7 setzte sich weit, Hartbein 34:29 zum ersten Mal auf 5 Tore. Ein Vorsprung, der bis zum Ende gehalten werden konnte. Vor 175 Zuschauern siegten die Hausherren mit 40:35. Wir wollen das unbedingt heute gewinnen, weil wir brauchen von diesen 3 Spielen heute und noch nächste Woche und übernächste, wir brauchen 3 Punkte. Heute wird 2 gekriegen, wir wollten nicht das Entscheidung lassen auf dem letzten Spiel. Warum das? Die Jungs hat gekämpft und wollen heute unbedingt gewinnen zu Hause. Nun kann der zweiten Mannschaft des DRV nur noch Jessen gefährlich werden. Die haben bei Vizemeister Saaletal mit 24:28 gewonnen und können rein rechnerisch noch die Dessau-Roßlauer verdrängen. Doch die Uschins 7 braucht nur noch einen Punkt aus den verbleibenden 2 Spielen.